eher mit kordialer Rollen einzugehen, so antworten Sie bitte mit Ja. Ja. Das frage ich auch Sie. Frau Jana Röhn, ist es Ihr Wille, hier mit Herrn Fokobaschin einzugehen, so antworten Sie bitte ebenfalls mit Ja. Ja. Nach Ihrer Erklärung sind Sie nunmehr Kraftgesetz rechtmäßig verbundene Eheleute. Für Sie beiden, Frau Röhn und Herr Baschin, wird der 14. Juni immer eine große Bedeutung haben. Denn am heutigen Tag wollen Sie Ihre Liebe nach 12 gemeinsamen Jahren durch das Jahr zueinander krönen. Sie beide sehen Lebensziel und Lebensglück in Ehe und Familie. Sie wollen heute auch nach außen hin eindeutig dokumentieren, dass Sie als Paar verbunden sind und dass Sie und Ihre Kinder Ihren und Melina zusammengehören. Lieber Papa, gibt es einen richtigen Zeitpunkt, einmal Danke zu sagen? Die Liebe und Gefühle, die wir in uns tragen, auszusprechen? Nein. Aber heute ist ein ganz besonderer Tag. Euch die volle Aufmerksamkeit zu schenken, in diesem Moment, genau jetzt. Die Hände unserer Eltern sind immer da, greifbar, ganz nah. Sie lässt uns niemals los. Egal, was uns plagt oder welche Freude wir auch teilen. Immer,
Auch wir sind immer für euch da. Ob und ich, wir wissen beide, was es einfach heißt, Angst zu haben. Angst um die eigenen Eltern. Sorgen und Kummer, zahlreiche Tränen und Hoffnung, Krebs, Herzinfarkte und Schlaganfall. Ihr seid großartige Kämpfer. Wir stehen hier gemeinsam und feiern diesen Tag, dieses Leben. Nun sind wir groß und gehen unseren eigenen Weg, so wie damals schon. Wir lernten lieben und wurden verlassen, bis wir letztendlich einander begegneten. Ob und Jana, was für eine Love Story, hin und her, auf und ab. Und so stehen wir jetzt, haben zwei wundervolle Kinder. Um diesen für uns ganz besonderen Tag perfekt werden zu lassen. Wir sagen euch hier und heute Danke. Danke für alles, alles was war, alles was ist und danke für alles, was kommen wird. Danke.